Wir sind Leute und Brüder, wir sind smarte Dudes und wir sind super querformatig hier am Stissey. Stimmt, super querformatig. Ziemlich viel Platz nehmen wir ein. Ja, wir sind wichtiger als das Spiel. Ja, hoffentlich ist nichts Wichtiges rechts oben. Wunderschönen guten Morgen. Hallo, ja, 2013. Kann das mit YouTube schon funktionieren? Ich hoffe. Okay. Aber ich kann es nicht testen, ohne live zu gehen. Na, wir können doch wieder, weil wir es nicht vorbereitet haben, ne, so ein Bild, so gleich geht's los mäßig, wie wir es vor den großen Livestreams auch gemacht haben. Das können wir ohne Probleme machen. Ohne Probleme sogar. Guck, da ist es schon. Aufnahme machen, in der wir testen, wie sich das anhört. Testaufnahme, alles okay? Testaufnahme. Hi. Hannelore Kraft. Da fährt durch den auf. Dschungel. Oh. Die Leute. Die sitzen und genießen. Essen. Chili. Herzlich willkommen zum Testvideo für Uso. Ja, wir wollen gleich Forza Horizon spielen und wir wollen mal hören, wie der Spielsound so klingt. Das dachte ich echt, das geht richtig los. Ich bin erschreckt. Klabautermänner mögen test, sich test, auf test, dem Po gehauen. Test, mit einem Skalpell. Und das ist noch ein kleiner Versuch. Mal sehen, was jetzt so passiert. Ich starte die Aufnahme und sage Hallo und herzlich willkommen zu diesem Interview. Ich gebe das Wort weiter an Lars. Wir nehmen mal an, dass wir aufnehmen und dann wechseln wir mal rüber. Zack, der Wechsel. Jetzt machen wir nochmal diesen Jetzt ist er gemutet. Und jetzt hören wir nur noch uns. Hallo, guten Abend. Ich hoffe, wir können auch gleich nochmal Kontext schaffen, damit wir alle wissen, wo wir sind. Und ich möchte meinen Soundtest dafür nutzen, meine Frage zu wiederholen, meinen Vorschlag zu wiederholen. Wir könnten eine YouTube-Premiere daraus machen. Ein wunderbarer Vorschlag, den du da gemacht hast. Nicht davon irritieren, dass das da so zittert. Es zittert. Dieses ist die Testaufnahme für Testaufnahme. Uso, weil wir gar nicht wissen, ob das klappt. Das ist ein Spiel, da fliegt eine Drohne. Wow, ich will auf dem Mars, dass man kann so hoch springen. Ja, das ist die Testaufnahme für das Testaufnahmevideo 2094. Mikrofon muss weiter rüber zwischen uns. Das sieht jetzt aus, als wären wir in so einer Kabine von so einem US-Sport. Bei dieser Fernbedienung, links, diese weiße Fernbedienung. Ja. Sorry, Mom. So, wir sind die beleuchteten Brüder und wir spielen ein Spiel, in dem gemalt wird. Denska. Banksy das Spiel. Banksy das Spiel. Ja, du bist so ein bisschen im Düsteren, aber... Das macht nichts, ich bin der Mysteriöse von uns beiden.
das eben noch gar keine Testaufnahme? Wir sind die ganze Zeit noch in der Testaufnahme drin. Aber was hast du denn gerade umgestellt? Nix. Okay, ich kann schlecht auf den Bildschirm gucken, aber es macht nichts. Das ist okay. Nee, das machen wir so. Ja, lass mal reinhören. Ja. Machen wir einfach jetzt erstmal so eine Aufnahme, weil wir haben ja eben schon, also beim Besitzen. Haben wir jetzt nach all den Jahren ein grundlegendes Problem? Problem war es ja nicht, aber eine grundlegende Verbesserung aller technischen Zukünfte geschaffen. Vielleicht. Mit Raffis Hilfe. Gesegnet sei dein Name. Raffi hat nichts von den OBS-Einstellungen erwähnt. Das war nur mein eigenes Ingenious-Dasein. Testaufnahme mit dem beleuchteten Brüder. Yes, es ist auch gar nicht mehr im Roten, bei dir auch nicht. Es war nur eben im Roten, weil ich hier vorne gesprochen hatte. Warte mal noch im Roten. Naja, guck mal. Ah ja, jetzt ist rot. Laut genug. Talk really loud. Still doesn't clip. Still doesn't clip. Ja. Ja, wenn man laut mal lachen muss vielleicht. Also wenn du mich laut zum Lachen bringst. Ja, kitzeln. Dann nicht kitzeln. Wir haben einen Nicht-Kitzel-Pakt. Ja, stimmt. Stimmt. Stimmt schon ganz lange, oder? Bei 20 Jahren wahrscheinlich. Zeig mir nochmal die Liste. Ich muss mich nochmal einlesen. Einlesen. Das ist okay. Ein tolles Aufnahmevideo. Testvideo, nicht Aufnahmevideo. Wir haben noch einen kleinen Fehler gemacht. Das darf man echt den Leuten nicht erzählen. Wir zeigen denen das bei Aufnahmetests der beleuchteten Brüderfolge. Ja, aber so richtig verstehen, was hier gerade abläuft, werden die nicht. Werden die nicht. Also, es wäre halt cool, wenn man hört, was da für Mucke ist. Gut auch so. Ja. Komischer Satz. Ja, auch. Gut auch so. Auch gut so. So ist auch gut. Dass ihr das nicht versteht. Ja. Es ist gut, dass ihr euch wundert. Ich glaube nicht, dass sich jemand wundert. Das kann ich, glaube ich, ausschließen. Das können wir jetzt ja gut ausfinden. Ja, ich wollte das trotzdem schon mal erklären. Ist ja gut, dann hört man ja deine Stimme. Ja. Ich wollte nur, dass man meine Stimme auch hört. Achso, ja, das ist natürlich sinnvoll. Aber wir haben mehr Facetten noch. Wir sind facettenreich. Ja. Wie ein Schmetterling. Hört unseren Podcast. Würdest du sagen, Schmetterlinge sind besonders Facetten wegen der verschiedenen Färbung? Also kommt auf an, ob du jetzt von einem individualen Schmetterling oder von der ganzen Schmetterlingssippe redest. Wir machen müssen nochmal eine Testaufnahme machen, weil jetzt ist der hast du alles. Nee, jetzt ist der geil. Das ist geiler Muckensound. Du meinst, ein Individualschmetterling ist nicht so facettenreich. Wie Schmetterling in Toto. Ja, ja, das. Wer ist das schon? Also wo ist das welches schon? Welches Individuum ist genauso facettenreich wie seine ganze Art? Ja, nee, wahrscheinlich kein. Nee. Aber weiß ich nicht, wenn jetzt zum Beispiel. Der Yeti. Bist du fertig mit Reden? Ja, ich habe noch gar nicht angefangen, aber ja. Aber wenn du jetzt ganz viele fast identische, charakterlose Elefanten hast. Ja. Dazwischen hast du Elmer, den bunt karierten Elefanten, der echt auch vom Gemüt her nochmal ganz anders ist. Er ist nicht nur äußerlich. Ist er in der Gesamtmenge Tropfen auf dem heißen Stein, aber für sich ist er super facettenreich. Ja, verstehe. Gut. Kleine Testaufnahme von uns für euch, Serviceapparat. Im Mai. Serviceapparat? Das Ganze ist ein Apparat, dieses Video. Wo ist das, was ich suche? Hier. Kann ein Video ein Apparat sein? Eigentlich nicht. Jetzt aber nicht mehr so lange quatschen. Nein. Nee, nichts Spannendes. Nicht lustig, einfach nur reden. Genau, fertig. Definition Apparat. Nächstes Video. Schaltet ein. Okay, wir haben, glaube ich, genug für den Test. Ja. Und das war unser Test. Schön. Das war ein schöner Test. Ja, okay. Ich mache mal das Testvideo aus. Reicht.